Das ist unglaubwürdig, also funktioniert da nicht mehr. Da sind wir beim dritten Punkt, Commitment und Konsistenz. Da geht es diesmal nicht um CVS und SVN und sowas, sondern um Commitment aus psychologischer Sicht. Und zwar, was ist Konsistenz? Der eine oder andere kennt es ja vielleicht aus der Datenbankentheorie. In der Psychologie bedeutet Konsistenz oder in der Soziologie bedeutet das, dass sich jemand erwartungsgemäß wie angekündigt verhält. Das heißt also, wenn ich irgendwie eine Aussage treffe, dann möge ich die auch bitte einhalten. Wenn ich also auf der Straße rumlaufe und habe eine rote Jacke an, auf der hinten Notarzt steht und da ist gerade ein Autounfall passiert, dann gehen natürlich die Leute davon aus, dass ich auch wirklich Notarzt bin. Und die finden das wahrscheinlich nicht lustig, wenn ich sage, nein, ich fand die Jacke so toll, ich bin kein Notarzt. Ne? Wichtig ist, dass der Wunsch nach Konsistenz als zentrale Verhaltensgrundlage betrachtet wird. Also gesellschaftlich ist es so, dass Personen, die sich nicht konsistent verhalten, in der Regel als psychisch nicht ganz auf der Höhe betrachtet werden. Dass man also davon ausgeht, dass diese Personen in irgendeiner Art und Weise, sei es nun mental retardiert sind oder dass die irgendwie anderweitig behandelt werden sollten. Konsistenz wird also gesellschaftlich geschätzt und erwartet. Niklas Luhmann hat das sehr schön herausgearbeitet in seinem Aufsatz Vertrauen als Mittel zur Reduktion sozialer Komplexität. Da geht es nämlich unter anderem um diese Konsistenz. Und Inkonsistenz wird eben, wie gesagt, häufig als so eine Art geistige Störung betrachtet. Also man kann das einfach mal testen, sich einfach in die Straßenbahn setzen und anfangen wild rumzulachen. Die Reaktion, die man dann von den anderen bekommen wird, dürfte etwas verwundert sein, weil man sich eben nicht konsistent verhält, denn man hat in der Straßenbahn nicht einfach so Lust zu lachen. Ich fand das immer sehr lustig, so als vor 10 Jahren so die ersten Handys so richtig in Mode kamen und die Leute dann so die ersten Headsets hatten, dann hat man sich gefragt, sind die jetzt nicht mehr ganz auf der Höhe, reden die mit sich selber oder reden die jetzt ins Headset rein? Also heutzutage gibt es dieses Problem nicht mehr, weil man immer davon ausgeht, der hat ein Headset oder einen Knopf im Ohr und redet da am Handy und diese Überlegung, dass der da nicht vielleicht nicht ganz dicht ist, stellt sich dann eigentlich nicht mehr. Es gab ein sehr, sehr schönes Experiment zu diesem Vorgang. Und zwar ebenfalls in den 60er Jahren ging ein Assistent der Gruppe zum Strand, um sich zu sonnen und nahm ein Kofferradio mit. Nach 10 Minuten ist er aufgestanden, hat sich etwas zu trinken geholt. In dem Moment kam ein anderer Assistent vorbeigerannt, hat sich das Radio gegriffen und ist damit weggerannt. Die Leute konnten also richtig geschärft sehen, dass dieser zweite Assistent ein Dieb ist, der sich das Radio klaut. 4 von 10 Versuchspersonen, also 40%, hielten den Dieb auf. Das ist jetzt nicht besonders hoch, die Erfolgsquote. Die wurde im zweiten Durchlauf allerdings massiv erhöht. Der erste Assistent hat seine Nachbarn darauf gebeten, auf das Radio zu achten. Er hat gesagt, ich gehe mal kurz was zu trinken holen oder auf Toilette oder so. Hat also einen Grund angegeben und hat dann die Nachbarn gebeten, passt mal kurz auf mein Radio auf, ich bin gleich wieder da. Dann wurde der Versuch 20 Mal wiederholt und 19 von 20 Versuchspersonen haben den Dieb gestoppt. Interessanterweise einige sogar mit Gewalt. Es ist also mehrfach vorgekommen, dass die Beobachter bzw. der Professor da einschreiten musste, weil die Nachbarn den zweiten Assistenten da lynchen wollten. Also die sind wirklich auf den draufgegangen. Das Interessante ist, die eine Versuchsperson, die nicht reagiert hat, die hat in gewisser Weise schon reagiert. Sie ist also hinterhergerannt, hat dann aber geäußert, sie wurde befragt, warum sie nicht reagiert hat. Und das war eine etwas jüngere Dame und die hat gesagt, sie hatte einfach Angst, dass derjenige, der das Radio geklaut hat, ihr irgendwie ein paar reinhaut oder sie hat körperliche Angst gehabt. Ansonsten wäre sie in der Situation eingeschritten oder sie hätte zumindest die Polizei gerufen. Also hier zeigt sich, dass die Bitte um oder die Bitte an die Nachbarn, auf das Radio aufzupassen und die Zusage, es zu tun, das ist das sogenannte Commitment, das Auslösemerkmal, dazu geführt hat, dass sich eben 95% der Versuchspersonen konsistent verhalten haben. Sie haben also den Assistenten, der das Radio stillen wollte, gestoppt und einige davon eben, wie gesagt, mit Gewalt. Die Frage ist jetzt, wie kann ich konsistentes Verhalten missbrauchen? Was löst konsistentes Verhalten aus? Das ist das sogenannte Commitment, also die Zusage, irgendetwas zu tun. Klassischerweise spricht man im normalen Deutsch davon von Versprechen. Also wer ein Versprechen gibt, der sollte das auch einhalten. Im kaufmännischen Bereich, beziehungsweise ich glaube auch im Handelsgesetzbuch, gibt es diesen wunderbaren Ausdruck, dass Kaufleute auf Treu und Glauben handeln. Das ist also auch dort wiedergegeben. Wichtig ist hierbei, dass das Commitment freiwillig ohne Druck oder Belohnung gemacht werden muss. Wenn ich also quasi mit der Pistole vor jemandem stehe und sage, du tust dieses oder jenes, dann hat dieses Commitment in der Regel keine Wirkung. Das Ganze wurde in einem interessanten Experiment, was heißt Experiment, eigentlich ist es Feldforschung, untersucht. Und zwar gab es das Problem, dass im Laufe des Koreakrieges in den 50er Jahren
viele amerikanische Soldaten in Gefangenschaft kamen und diese Gefangenen wurden dann entweder von Nordkoreanern in den Kriegsgefangenenlagern bewacht oder von chinesischen Truppen. Und die US-Armee hat dann festgestellt, dass einige dieser Kriegsgefangenen, insbesondere die, die allesamt bei den Chinesen inhaftiert waren, zurückkamen in die USA und aus normalen amerikanischen Soldaten auf einmal glühende Kommunisten geworden sind. Und da hat man sich natürlich gefragt, was ist da jetzt passiert? Und da hat man das Ganze untersucht und hat festgestellt, dass die Chinesen in ihren Kriegsgefangenenlagern so eine Art Umerziehungsprogramm gefahren haben. Und zwar haben die dort versucht, über kleinere Commitments die politische Einstellung der amerikanischen Soldaten, der amerikanischen Kriegsgefangenen zu ändern. Die haben also erstmal den Auftrag bekommen, zu schreiben, wieso sie in den Krieg gezogen sind. Also warum sind sie Soldat? Damals gab es ja noch die Wehrpflicht. Und das hat eben dazu geführt, dass viele der Soldaten, insbesondere eben der normalen Mannschaftssoldaten, die Wehrpflichtige waren, das so dargelegt haben, dass sie halt wehrpflichtig sind und gezogen wurden, beziehungsweise dass sie, was weiß ich, die freie Welt verteidigen wollten oder sowas. Und dann haben die Chinesen über Jahre hinweg, das war also keine Sache von einem Wochenende oder so, diese Aufträge immer weiter verfeinert. Das heißt, die mussten dann Aufsätze schreiben, warum die US-Armee die beste Armee der Welt ist oder warum das amerikanische politische System das beste System der Welt ist und so weiter. Und dann hat man das immer weiter gedreht, bis die irgendwann dann Aufsätze schreiben mussten, welche oder wie könnte der Kommunismus die Probleme der USA lösen, solche Sachen. Und über diese Zeitperiode hinweg und dieses langsame Drehen an diesen Aufträgen wurden die Soldaten dazu gebracht, immer mehr Commitments abzugeben. Und das hat eben auch dazu geführt, dass dann eben einige der Soldaten entsprechend als glühende Kommunisten zurück in die USA kamen. Wichtig ist hierbei wieder auch, dass die Chinesen einfach keinen Druck oder keine Belohnung angeboten haben. Die haben also nicht gesagt, wer jetzt ein schönes Loblied auf den Kommunismus singt, kriegt jetzt eine doppelte Ration Essen oder länger Ausgang oder was weiß ich. Oder wer das nicht macht, wird jetzt ausgepeitscht oder so. Sondern die haben das wirklich ohne Belohnung, ohne Bestrafung gemacht. Das war also eine komplett freiwillige Sache. Wichtig ist dabei auch, dass dieses Commitment dann das Selbstbild einer Person ändern kann. Wenn ich also eine Einstellungsveränderung bei einer Person herbeiführen möchte, was ich ja klassischerweise in der Hospitalisierung bzw. dann in der Therapie machen möchte als Therapeut oder als Psychiater, dann kann ich das über solche Commitments erreichen. Das ist übrigens auch der Grund, warum diese ganzen Diät- und Anti-Rauch-Ratgeber damit anfangen, dass man bitte jedem erzählen soll, dass man jetzt eine Diät macht oder halt eben auf einem großen Zettel sich aufschreibt, dass man aufhören will zu rauchen, weil man damit eben dieses Commitment abgibt. Die Frage ist nur, ob das jetzt so wirksam ist, ob da jetzt ein Druck hintersteckt oder eine soziale Erwünschtheit. Also es ist nicht das alleinige Merkmal, um das Selbstbild einer Person zu ändern. Es kann aber dazu führen. Das Ganze wurde natürlich auch auf andere Seite schon gesagt. Und zwar hat ja, ich muss überlegen, entweder Lyndon B. Johnson oder Richard Nixon gesagt, dass man im Rahmen des Vietnamkrieges die nicht nur in die Steinzeit zurückbombardieren sollte, die Vietnamesen, sondern auch ihre Hearts and Minds gewinnen sollte. Also nicht nur rein militärisch Krieg führt, sondern auch durch psychologische Operationen versuchen muss, die Bevölkerung auf die eigene Seite zu ziehen. Was ja dann heute beispielsweise im Afghanistan-Einsatz oder im Irak durch solche Schulungen bzw. psychologische Operationen versucht wird umzusetzen. Commitment und Konsistenz haben auch einen anderen Vorteil. Die Frage ist nämlich hierbei, warum gibt es Organisationen, die Initiationsriten durchführen? Ne? Bekannt und berüchtigt sind ja die gewisse Armeeeinheiten. Es gab ja da auch einige Fälle, beispielsweise bei den Gebirgsjägern und bei den Fallschirmjägern. Die Burschenschaften in den USA, also die sind ja ein bisschen anders aufgebaut als die klassischen deutschen Burschenschaften, die haben auch Initiationsriten. In den USA nennt sich das ganze Verfahren Hell Week und da kommt es dann auch regelmäßig während der Schikanen zu Todesfällen. Also beispielsweise durch Binge Drinking, also wo dann die Anwärter dort entsprechende Mengen Alkohol trinken müssen, dass die dann daran versterben. Ein anderer Fall war, dass sich ein Student, der in eine Burschenschaft rein wollte, lebendig am Strand begraben lassen musste. Dummerweise haben sie den dort vergessen und am nächsten Tag war er dann halt erstickt. Das führte dann dazu, ja, Frage? Ja, das ist durchaus noch freundlicher. Also die Burschenschaften in den USA sind dann ein bisschen anders aufgestellt. Aber die Idee ist natürlich bei den deutschen Burschenschaften auch nicht anders, ne, dass man erstmal durch so einen Initiationsritus durch muss. Das Interessante ist, dass sich insbesondere US-Unis da Gedanken gemacht haben, wie sie diese Hell Week unterbinden können. Die wollen also quasi verhindern, dass die Anwärter dort eben so in Anführungsstrichen gefoltert werden. Das Problem ist nur, dass sich das nicht durchsetzen lässt. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Personen, die durch einen solchen Initiationsritus durch müssen, unterstützen die Gruppe besser und finden die Gruppe hinterher auch besser. Das ist also auch mehrfach untersucht worden. Man hat festgestellt, dass die Mitgliedschaft in einer Gruppe, die quasi kostenlos verteilt wird, weniger wert ist als die Mitgliedschaft in einer Gruppe, der man durch einen solchen Initiationsritus, also durch irgendeine Form von Arbeit, beitreten kann.
Und das wiederum stärkt dann den Gruppenzusammenhalt innerhalb der Gruppe. Weswegen sich diese Verfahren insbesondere auch eben in Armeeeinheiten, wo das eben sehr wichtig ist, weitergeführt werden. Andere Beispiele sind ja auch Polizei und Feuerwehr, wo das eben auch noch in gewisser Weise existiert. Frage? Das würde ich aus eigener Erfahrung bejahen. Also mir sind jetzt keine theoretischen Untersuchungen oder psychologischen Untersuchungen jetzt in dem Sinne dazu bekannt, aber ich denke mal, dass das eben auch eine gemeinsame Erfahrungswelt und eine gemeinsame Grundlage für eine Organisation ist. Also ich kenne es halt aus meiner Armeezeit, wir hatten jetzt keine so eine üblen Initiationsriten, aber wenn man halt gemeinsam durch diese Grundausbildung durch ist und die entsprechenden Übungen, dann fördert das natürlich den Zusammenhalt. Also das ist auch der Vorteil, warum eigentlich die Leute, die zusammen in der Grundausbildung waren, danach auch zusammenbleiben sollten. Da gibt es ein sehr schönes Buch zu, militärhistorisches, das heißt Kampfkraft von Martin van Krefeld. Der hat untersucht, warum die Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg kampfkraftmäßig der US-Armee weit überlegen war. Und der führt es eben auch auf diesen Zusammenhang zurück, dass in der Wehrmacht die Soldaten in ihren Einheiten geblieben sind. Das heißt, jede Einheit hat die eigenen Rekruten ausgebildet und hat die dann da behalten. In der US-Armee wurde das Ganze institutionalisiert. Da gab es also Ausbildungszentren und dann wurden die Leute auf ihre Einheiten verteilt. Und dadurch hatten die nicht mehr diesen psychologischen Zusammenhalt. Und er hat das eben als Historiker sehr gut untersucht. Das ist ein sehr interessantes Buch in diesem Hintergrund. Ist allerdings Historiker, kein Psychologe, auch wenn das Thema eigentlich ein psychologisches wäre. Ja, also diese Commitment und Konsistenz findet man dann eben im Beispiel der Initiationsriten. Ja, zusammenfassend kann man sagen, dass Konsistenz von der Gesellschaft erwartet und auch wertgeschätzt wird und dass Konsistenz natürlich das komplexe tägliche Leben wieder vereinfacht. Also wenn ich auf der Suche nach einem Arzt bin und da läuft halt jemand mit der Notarztjacke rum, dann erwarte ich natürlich auch, dass das ein Notarzt ist. Interessanterweise lässt sich das Selbstbild eines Menschen ändern. Das wird beispielsweise in der Umweltpsychologie auch stark erforscht. Und nach einem Commitment sind Menschen gewillter, Anfragen zu erfüllen, wenn diese in ihr Commitment passen. Wenn ich also von jemandem etwas möchte, dass er etwas tut oder lässt, dann ist es am sinnvollsten, sein Selbstbild zu ändern. Beispielsweise wird das eben im Rahmen der Umweltpsychologie im Sinne von Energiesparen oder Mülltrennung oder nachhaltiger Wirtschaft getan. Interessanterweise können auch falsche Commitments, also Commitments, die unter Zwang abgegeben werden, selbsterfüllend werden. Das heißt also, dass sich solche Personen verändern. Die Frage ist nur, wie genau das wirkt. Man kann also keine Wirksamkeit angeben. Und rein ethisch gesehen ist es natürlich problematisch, dazu Experimente durchzuführen oder generell jemanden zu zwingen. Also ich kann ja nicht irgendwie die Versuchsperson in den Keller, so lange in den Keller einmauern, bis sie nicht mehr rauchen will oder sie mit einer Pistole bedrohen oder sowas. Das kann man natürlich nicht vertreten und deshalb gibt es da auch Einschränkungen, was Experimente angeht. Ja, da Frage von hinten. Also, ob es da geschlechtsspezifische Unterschiede gibt, ist mir jetzt nichts bekannt. Ich würde es erstmal per se verneinen. Also, jetzt meinem Kenntnisstand her, es kommt vielleicht auf die Frage an, um was es geht. Also, in welchem Bereich dieses Commitment abgegeben wird. Aber, also, mir ist jetzt nichts Wissenschaftliches bekannt zu dem Thema. Ich könnte mir auch nicht unbedingt vorstellen, dass es da große Unterschiede geben sollte, weil das ja zum einen biologische Grundlagen hat, zum anderen auch wieder soziale. Aber wie gesagt, also jetzt Prozentzahlen oder sowas ist mir nichts bekannt zu. Jo, nächste Frage. Ja, die gibt's. Die gibt es definitiv. Also das hat ja. Genau, ja, also. Ja, also Kult auf der kulturellen Ebene, auf der anthropologischen, ethnologischen Ebene gibt es sie definitiv. Ethnologisch würde mir spontan Bronislaw Malinowski einfallen. Ich glaube, Argonauten des westlichen Pazifiks müsste das beschreiben. Ansonsten kann man das ja schon von außen sehen. Also man denke an beispielsweise die Kriegerkasten in verschiedenen Gesellschaften. Also gerade die Samurai sind ja bekannt dafür, dass sie die Ehre über alles gestellt haben. Und wenn der Kriegsherr gestorben ist, der Daimyo, oder gefallen ist, haben sich die Samurai ja reihenweise in ihr eigenes Schwert gestürzt. Also die haben quasi das Commitment abgegeben, dem Kriegsherr bis in den Tod zu folgen und sind dann freiwillig in den Tod gegangen. Also da gibt es definitiv Untersuchungen zu. Das wäre dann aber mehr so Bereich Ethnologie, Anthropologie. Aber die gibt es definitiv.
Ja, interessant ist, oder es gab übrigens auch, ich hatte da mal einen netten Artikel zu gelesen, als die Piratenpartei mitgegründet wurde, als das so gerade an Fahrt aufgenommen hat, und zwar über diese Commitment im Bereich Räubergruppen beziehungsweise eben auch Piraten, weil die damals schon, die Piraten, die also zur See gefahren sind, die hatten damals schon einen Ehrenkodex unter sich, also die haben sich laut Ehrenkodex gegenseitig zum Beispiel nicht bestohlen. Also ein Schiff zu versenken und die Mannschaft dort umzubringen und auszuplündern war kein Problem. Von einem anderen Piraten stehlen war hingegen ein Problem. Und man hat eben dort auch die Captains auf den Schiffen in der Regel gewählt, also die